Ich komme. Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Ich habe mich in der letzten Folge nicht verabschiedet. Das lag daran, weil, ach ja, die Zeit zu Ende war und wir sind direkt in Kapitel 3 gesprungen und ich war so verwirrt wegen diesem Kampf. Es tut mir wirklich leid. Normalerweise mache ich das ja eigentlich. Ja. Aber ich muss auch unbedingt den Ton anders machen. Es ist mir alles etwas zu laut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und so. Wir versuchen es mal hiermit und hoffen, dass das jetzt ein bisschen besser ist. Ah, ja. Und wie ihr gesehen habt schon, wir sind jetzt in Kapitel 3, Vergeltung. So, wir sind in der Kirche, nachdem wir den einen Typen getötet haben. Hugo weiß ja auch nur leider, dass wir eine Person sind. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst, aber verbrenn dich nicht. Danke. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Oh, jetzt hat er wieder ihre Hand genommen. Oh mein Gott, ist das süß. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Es ist immer noch irre laut, ne? Wir haben Schwefel. Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Oh, diese auf einfache Materialien gefertigten Ketten werden zum Beten verwendet. Ihre weite Verbreitung zeugt von der außerordentlichen großen Rolle, die Religion innerhalb der Gesellschaft spielt. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seelen all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel für Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Struktur. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gotteslästerer und exkommuniziert sie in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jegliches Recht an Glauben verlieren und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Tut mir leid. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Es ist wirklich immer noch ein bisschen laut. Aber, naja, damit kann ich leben. Alkohol. Bekanntlich immer in Kirchen zu finden. Da komme ich nicht durch. So, hier ist wirklich niemand. Also, ab nach draußen. Hier, sieh mal! Ein zerbrochenes Fenster und eine Leiter. Komm, hoch mit dir. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein, er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Stoff.
Ich finde das sehr interessant, dass wir überhaupt keine Dokumente finden. Was ich natürlich total geil finde, weil ich hasse es, Dokumente zu sammeln. Weil ich eh nie alle finde, weil ich auch keinen Elan dazu habe, alle zu suchen. Und dann habe ich nur ein paar und dann kann ich nur mal die Hälfte der Geschichte irgendwie verstehen. Den Geruch kenne ich. Und das finde ich kacke. Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Na, noch ein bisschen Alkohol. Ein bisschen Leder. Da ist nichts mehr. Blumen, die sind wunderschön. Ach ja, er liebt ja Blumen, genau. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Oh, so süß. Ich liebe dieses Kind. Nelken. Nelken werden auch als Gottesblumen bezeichnet. Manche führen diese Namen auf ihre Schönheit zurück. Andere bezeichnen sich auf Legenden, laut derer sie aus dem Blut von Christus, Wundmalen oder den Tränen der Jungfrau Maria entstanden sein sollen. Sie gelten daher als Symbol für Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Ihre Blütenblätter wird eine fiebersenkende Wirkung nachgesagt und in Essig eingelegt soll man damit Pestbeulen reinigen können, was ebenfalls zu ihrem guten Ruf beitrug. Hier haben wir auch noch was. Ein paar Steinchen. Da noch was. Na, ich weiß nicht, ich gehe lieber mal gucken. Eine Schnur. Mein Gott, wie groß ist denn der Kirchenhof? Pater? Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Ich, Laurentius, Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Pater... Verzeiht mir. Aber jetzt, ich denke mal, jetzt werden gleich die Ratten wiederkommen. Daher werde ich mal bei den Effekten noch ein bisschen runtergehen. So. Weil ich halt nicht weiß, wie laut das gleich sein wird, ne, mit den Effekten.
Und man soll ja auch was hören. Warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Bruder Morell? Wartet hier. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Bruder Morell! Bruder! Stimmt was nicht? Pater! Okay. Ich bleib in meiner Nähe. Sie haben ihn gefressen, Amicia. Sie haben ihn. Aber wo sind sie hergekommen? Wieso sind das so viele? Irgendwas stimmt gerade nicht. Also, wenn das so die ganzen Ratten sind, dann hakt das Spiel. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich jetzt vielleicht mal ein bisschen runtergehen soll. Weil, guckt euch das mal an. Ja. Es sind zu viele, sie sind überall. Das geht nicht. Es tut mir leid, Leute. Das macht jetzt zwar die ganze Stimmung jetzt hier so ein bisschen kaputt. Aber geh mal mit der Dingens ein bisschen runter. Vielleicht bringt es was, vielleicht aber auch nicht. Gott, steh uns bei. Sie sind überall. Das Licht. Sie haben Angst vor dem Licht. Also es bringt jetzt nicht wirklich was. Nee, es hakt trotzdem wie Sau. Das ist ein Albtraum. Wir müssen hier raus, Amicia. Ich weiß. Los, weiter. Okay, das funktioniert so nicht. Meine FPS, die schießen so durch die Decke gerade. Wirklich von... Upsala. Zurück, nein. Die schießen gerade so dermaßen durch die Decke. Vielleicht kann man ja darüber... Render Distance. Man kann Lichter, Umgebungsverdeckung, Schärfentiefe, Kontakt, Shadow, Wolken, Oberflächenreflexion. Entschuldigt, ich muss ja gerade. Ich habe ja auch über Strahlung. Ich habe von sowas überhaupt keine Ahnung.
Renderdistanz. Ich mach's mal so. Vielleicht bringt's was. Nee, es hakt trotzdem wie Sau. Das ist ein Mönch. Der andere Bruder. Gerade. Das ist unmöglich. Es tut mir leid, aber ich muss ja selber gucken, wie ich das jetzt gerade grafisch hinkriege. Ich mach mal Grafik niedrig. Da müsste ja alles jetzt auf niedrig stehen, ne? Ja. Ich versuch's jetzt mal so. Es tut mir wirklich leid. Anzeigemodus voll. Auflösungsskalierung 100%. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Es tut mir leid. Aber es hakt ununterwegs. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Ich werde dir helfen. Ja. Aber jetzt mit niedrig scheint es zu funktionieren. Ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Feuer. Wir brauchen Feuer. Das Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Oh, fuck, ey. Weg mit euch! Putz, geht weg! Beruhige dich, Hugo. Das Licht beschützt uns, verstehst du? Na gut. Das sucht sie also heim. Ratten! Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. So, jetzt muss ich mal gleich gucken. Amicia, die drei Statuen! Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Also wenn das jetzt immer bei den Ratten so schlimm ist mit der also dann weiß ich auch nicht. Okay, da kommen wir definitiv nicht rum. Also muss es hier lang gehen. Toll, wie mache ich das jetzt? Da oben, Amicia! Die sollte ich runterholen können. Sie haben sie alle gefressen! Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Ich wusste es. Ja gut, Nied auf Niedrig scheint es ja jetzt zu klappen. Dann lasse ich das bei Hoch. Na gut. Lasse ich das bei den Ratten mal auf Niedrig laufen. Es hakt zwar da trotzdem noch ein bisschen, aber... Na? Ich kann es jetzt leider nicht ändern. Es tut mir wirklich leid. Ich finde es selber gerade ein bisschen kacke. Aber ich muss mich jetzt auch ein bisschen auf das Spiel konzentrieren, sonst werden hier von Ratten gefressen. Was machen wir denn jetzt? Kann ich hier irgendwo runter? Ah. Gut, wir gehen gleichzeitig. Ich muss jetzt aber trotzdem runter, ne? Mhm. Folge mir. Mhm. Na gut, auf niedrig ist ja vollkommen in Ordnung. Also ich bin wirklich gut. Ich konzentriere mich jetzt auf das Spiel, da erstmal durchzukommen. Und sobald wir von den Ratten wieder weg sind, mache ich wieder auf voll. Sie sind zu laut. Viel zu laut. Hugo, beruhige dich. Wir sind zu laut. Kann man da rein? Ich versuche mal zu schleichen. Was ist das? Hilft das gegen die Ratten? Nein, das riecht nach Bier. Sie müssen es hier gebraut haben.
versuche jetzt hier etwas zusammenzukriegen. Also wir sind zu laut. Das heißt, wir müssen zusätzlich auch noch schleichen. Was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, weil die sehen uns doch auch. Und oh, ich habe ja gesagt, ich liebe eigentlich Ratten, ne? Aber so. Echt gefährliche Sache hier. So, jetzt. Ich kann jetzt hier ein bisschen herstellen. Dazu fehlt mir was. Das ist nicht genug Material. Hier, Tasche. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So. Keine Ratten. Schnell ins Licht! Schnell ins Licht! Ich sehe hier keine Fackeln. Wie? Was sollen wir tun? Gut, das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Komm mit! Geht das so? Boah, ich hoffe, ey. Ich habe keine Lust, jetzt gleich zu sehen, wie die beiden gefressen werden. Ich bin jetzt auch mal geschlichen. Da, die drei Heiligen! Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Oh, sehr easy. Kann man die nicht umschmeißen? Das ist eine gute Idee. Da lang, dort sind wir in Sicherheit. Jetzt ja nicht runterfallen. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. Wo ist denn hier noch ein Schinken? Ich sehe keinen mehr. Die fressen da einen Schinken und die hier? Sehe ich nicht. Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Ja, los, 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 Leute. Ist das schwer. Hugo, beeil dich. Na los. Nein. Fuck. Geht's dir gut? Ja, bleib, wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg. Keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam. Sehr gut. Oh, das ist aber ganz schön knapp, ne? Sieh nur, da ist ein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Rühr dich nicht vom Fleck, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Meine Güte, nee. Schnell jetzt. Wo ist er denn? Los!
Ich weiß nicht, was ich... Hey, was soll ich tun? Ach, guck mal hier. Siehst du? Und ich bin die ganze Zeit überlegen, was ich tun soll. So, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Bah. Ekelhaft. So, und jetzt warte ich, bis das hier leer ist. Ah. Genau. Weil dann nehme ich mir jetzt nämlich noch ein. Zack, das schon weg. Mami ist ja hier oben. Hugo, geht's dir gut? Da waren Ratten. Ich bin zum Licht gerannt. Haben sie dich gebissen? Nein, ich habe eine Leiter gefunden, aber da oben. Ich mach dir den Weg frei. Wir werden dich von da oben runterholen. Ganz ruhig, Amicia. Ihm geht's gut, dir geht's gut. Konzentrier dich. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Was denn? Perfekt, danke. Ist ja jetzt gar kein Zweig mehr. Hä? Okay, ich muss ruhig bleiben. Ich muss überlegen. Komm hier auch nicht drüber. Ach, da, seht ihr? Ich dachte, ich muss überlegen. Na, jetzt kann ich mir hier wieder einen Stock holen. Gut, du kannst jetzt runterkommen. Tut mir leid, ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. Okay, da kommen wir jetzt nicht hin. Ich nehme mal vor. Oh, ich muss auch sogar einen Stock mitnehmen. Ich hoffe natürlich, es ist alles jetzt nicht, also von der Tondingens optimal, dass man jetzt die Ratten nicht zu laut hört. So, hier nochmal Feuer an. Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. So, ich hoffe, ich kann jetzt mal ein bisschen hier... Nein.
ja nicht, was man nicht alles braucht. Geh voraus, ich bin gleich hinter dir. Natürlich. Oh nein, ernsthaft jetzt? Noch mehr? Oh, was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja, wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Oh. Bleib in meiner Nähe. Natürlich. Was ist das da an den Wänden? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. mit Sicherheit. Oh, so langsam wird's echt eklig. Okay, es tut mir leid, dass ich vorhin halt die ganze Zeit mit der Grafik gerade ein bisschen rumgespielt habe. Das hat natürlich so ein bisschen das Spiel ein bisschen, ne? Also die Story gerade ein bisschen gestört. Aber ihr habt ja gesehen, wie sehr das geruckelt hat. Und ich war jetzt auf Ultra von der Grafikeinstellungen. Und was anderes konnte man jetzt nicht einstellen. Jetzt, bevor ich da jetzt rumprobiere, ob ich jetzt das niedriger stelle und das hochlasse und das niedriger stelle und das hochlasse, sind auch so hochgesprungen von 60 auf 30 auf 26 auf 14. Also ihr habt das Ruckeln ja mitgekriegt, das war ja gar nicht mehr auszuhalten. Jetzt habe ich halt auf sehr niedrig, auf niedrig stehen und es funktioniert einigermaßen. Es ist aber wirklich nur bei den Rattenhorden so. Also da müsste vielleicht mal so ein Patch irgendwie kommen, der das ein bisschen verbessert. Ist natürlich kacke. Ich werde jetzt darauf achten, dass ich immer, wenn ich voraussehen kann, dass Ratten kommen, dass ich in der Grafikeinstellung schnell runter mache auf niedrig. Also ich werde gucken, dass ich es so mache, dass ihr es nicht mitkriegt. Und wenn halt keine Ratten da sind, mache ich natürlich wieder auf Ultra. Weil das Spiel natürlich dann auch viel schöner aussieht. Ja, es tut mir wirklich leid. Es ging nicht anders. Und ich will halt nicht, dass mir wieder sowas passiert, unbemerkt, wie bei Assassin's Creed Odyssey, wo ich das wirklich über 30 Folgen am Laufen hatte und immer mal wieder dieses Stocken war und ich dachte, ach gut, das ist nicht so schlimm. Und am Ende war es auf den Videos so schrecklich, was ich aber dann leider nicht mehr ändern konnte. Erst als ich es bemerkt habe, konnte ich das dann halt einstellen. Aber hier kann man das ja leider irgendwie nicht so einstellen. Nun gut, wir machen demnächst weiter. Ich verabschiede mich jetzt erstmal bei euch und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Run for cover. The house is burning, better run.